alle Studien, die dazu gemacht worden sind, in der Regel unter Pflegenden und Ärzten gemacht wurden. Die wurden befragt, wie würden sie sehen. Die Patienten konnten wir ja eigentlich nicht mehr fragen, war alles schlimm. In unserer Wahrnehmung heißt es sehr schnell, so möchte ich aber nicht da liegen im Bett, so möchte ich es für mich nicht. Aber wenn Sie in der Situation sind, und das ist das Interessante, entscheiden Sie vielleicht völlig anders. Ich weiß nicht, ob Sie vor 2 Wochen Radio gehört haben, WDR, Helden des Alltags, waren 2 Patienten, die bei mir auf der Station gelegen sind, die auch Verfügung hatten, alles völlig aussichtslos. Die sprechen zwar nicht mehr so flüssig wie früher und manche Bewegungsabläufe sind nicht mehr so koordiniert wie früher, aber sie leben, lesen, lieben, nehmen alles wahr. Oder der Fall der Schweizerin, 400 Meter Hürden, schwer gestürzt, querschnittsgelähmt, ab hier, wollte nicht mehr, hat klipp und klar gesagt, das möchte ich nie haben. Die Ärzte damals in Zürich, vor 5 Jahren, haben sich drüber weggesetzt. Sie ist im Rollstuhl, sie ist querschnittsgelähmt, aber sie hat die Liebe ihres Lebens und es geht natürlich, sie hat inzwischen 2 Kinder. Also Vorsicht auch. Mit all diesen Überlegungen. Sie müssen immer prüfen, wie wäre es, wenn. Nur wer kann sich von Ihnen vorstellen, wie so eine Situation aussehen kann. Das wollte ich Ihnen heute Abend und will es noch Ihnen auch ein bisschen näher bringen. Nächstes Bild. Der Tod ist aus unserer Sicht ein Vorgang, kein Zustand. Vom Sterben können Sie immer nur rückwirkend sprechen. Grundsätzlich. Und bei uns geht dem Tod in den meisten Fällen die Entscheidung voraus, das Sterben und den Tod auch zuzulassen. Natürlich haben wir diese Situation. Sie müssen in der Verfügung alle immer sich vorstellen, in welcher Situation soll eigentlich was gelten, würde ich es dann noch wollen. Das wäre so eine Situation, wo Sie wahrscheinlich sagen, dann würden dann ja. Hier würden Sie wahrscheinlich sagen, eher nein. Aber die anderen Fälle, die ich zeigte, waren eher Fälle fürs Nein. Also suchen Sie sich in Ihrer Familie immer Leute, denn Sie können es ja nicht mehr, denen Sie so weit vertrauen, dass die mit uns gemeinsam auf einem vernünftigen Level für und wieder abwägen können. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir schon bei der Verfügung sind, dann sage ich ganz klar, das ist eine wesentliche Hilfe auch für unser Handeln. Auch für Ihre Angehörigen. Das ist schon eine Hilfe, wenn Sie irgendwo sich mal wenigstens geäußert haben und es sogar festgelegt haben, wie hätten Sie es denn gern. Sonst müssen wir in mühsamer Kleinarbeit, in unendlichen Gesprächen mit den armen Angehörigen herausbekommen, juristisch heißt das, was ist denn der mutmaßliche Wille des Patienten? Da geht schon die Frage los, wann? Morgens um 5, mittags um 12, im Urlaub? Oder bei der Arbeit oder in so einer Situation. Schwierig. Aber es ist wenigstens eine Orientierung für uns. Ohne haben wir gar nichts.